Hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 19, glaube ich. Unglaublich, aber wir vloggen jetzt seit fast 3 Wochen jeden Tag. Und ihr kennt die Location bereits, zumindest die meisten von euch. Denn heute bin ich wieder mit euch im Landschaftspark unterwegs. Und dabei habe ich den kleinen Mops, die Ella. Sofern ihr die seht, ich weiß gerade selber nicht, wo sie ist. Da ist der Mops. Ich wurde auf YouTube gefragt, warum wir denn einen Mops haben, beziehungsweise warum mal ein Mitbewohner einen Mops hat, denn es ist ja nicht mein Hund. Obwohl Möpse ja eher so ein bisschen oft überzüchtet sind, nicht unbedingt so aktiv wie andere Hunde und warum da die Wahl nicht auf einen vielleicht weniger überzüchteten Hund gefallen ist, das liegt einfach daran, dass ein Mopshund unglaublich entspannt ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn ihr selber keinen habt. Das sind Hunde, die muss man wirklich überreden zum Rausgehen. Die sind glücklich, wenn sie auf dem Sofa liegen, wenn sie in Ruhe gelassen werden und wenn sie sich nicht bewegen müssen. Das hat natürlich Vorteile. Klar, ich persönlich bin sportliche, aktive Hunde gewohnt. Ich hatte immer Jack Russell Terrier, habe damit auch Wettkämpfe bestritten mit ihm. Wir waren da auch eine Zeit lang doch sehr erfolgreich. Wir haben unter anderem Herrn Bodo Ramelow aus Thüringen mit seinem Jack Russell Terrier besiegt im Hindernislauf. Ich war damals, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube auf dem 8. Platz von über 20 Teilnehmern und er war irgendwie Platz 19 oder so. Ist ein paar Jahre her, keine Ahnung, müsste ich nachschauen. In Berlin ist es allerdings meiner Meinung nach so, dass es für viele aktive Hunde eher eine Quälerei ist. Also wer sich hier große Hunde in kleinen Wohnungen hält oder sehr sportliche aktive Hunde und die nicht auslastet, da frage ich mich immer so ein bisschen, wird denn da das Tier wohl überhaupt noch mit einbezogen in die Überlegung? Und deswegen bin ich persönlich eher dafür, sich dann so einen etwas gemütlicheren Hund zu holen, der natürlich aufgrund seiner Rasse diverse Probleme mit sich bringt, ganz klar. Aber der auch einfach entsprechend ausgelastet werden kann und der auch ein schönes Leben haben kann, ohne den ganzen Tag draußen rumzurennen. Und die Ella, der kleine Mops, ist tatsächlich ein super lieber, super gesunder Mops, der Spaß am Leben hat, trotz Nasenproblemen. Und ich finde, dass auch ja, Mopshunde ein gutes Leben verdient haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Über die Zucht kann man sicherlich streiten. Da bin ich nun auch kein Freund von, aber auch diese Hunde haben ein schönes Leben verdient. Und für so einen Mopshund ist das Sofa das höchste Gut. Der freut sich, wenn er da geknuddelt wird. Und er muss eben nicht den ganzen Tag rennen. Und so ein Mops bleibt auch mal 8 Stunden alleine und freut sich dann trotzdem noch, wenn er dann ein bisschen beschäftigt wird. Also ich hoffe, dass die Frage damit beantwortet ist. Und ich habe noch ein paar politischere Themen auf dem Plan. Beziehungsweise erstmal was zum Thema Waffenrecht und Schießsport und Co. Da bekomme ich häufiger die Frage gestellt, warum denn da zeitweise so wenig kommt in dem Bereich? Denn viele von euch sind aufgrund von Reportagen oder Radioshows oder Zeitungsberichten auf mich aufmerksam geworden, wo es ums Thema Sicherheit und Verteidigung geht. Dazu muss ich sagen, dass ich die Anfragen in der Regel bekomme. Das heißt, die Medien, die Verlage, die Produktionen, die schreiben mich an, rufen mich an und fragen, ob ich Lust auf ein Projekt mit ihnen habe. Das ist nicht andersrum. Und ich glaube, einige von euch denken, dass ich das mehr oder weniger plane und entscheide, aber so ist es nicht. Ich muss schauen, was ich für Anfragen bekomme und mal sind das mehr und dann habe ich teilweise 2, 3 Termine in einer Woche und mal sind da ein paar Wochen überhaupt keine Sachen in die Richtung geplant. Finde ich schade, ich würde gerne mehr machen, aber ich gehe wie gesagt nicht hausieren. Also die Leute fragen bei mir nach und ich sage dann, ja klar, machen wir. Und es ist kein, ich rufe irgendwie alle an und frage sie, ob sie einen Film mit mir drehen, überhaupt nicht. Deshalb kann das da zu gewissen Jahreszeiten mal mehr werden und mal weniger. Was viele auch nicht wissen, ist, dass ich ursprünglich eigentlich mit Fotoprojekten angefangen habe. Viele meiner Leute auf meinen Seiten sind aus der Foto-Community, Fotobranche und die interessieren sich natürlich eher für Bilder, beziehungsweise auch mal für irgendwie, was weiß ich, Themen rund um Fotografie, Fashion-Shows, Mode, solche Sachen. Und ich musste so ein bisschen verbinden. Und mir schreiben sehr viele, dass sie es irgendwie seltsam finden, dass ich so viele Bilder von mir poste. Ja, wenn man aber betrachtet, wie meine Seiten entstanden sind, dann ist das eigentlich nur logisch. Denn die meisten Leute tatsächlich sind erstmal gekommen, um Fotos zu sehen und sich dann über Shootings auszutauschen, irgendwie ja mehr sowas Optisches haben wollen und nicht unbedingt tiefgreifende politische oder fachbezogene Themen. Und es ist super schwer, manchmal da so die goldene Mitte zu finden. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen schaffe. Aber ich kann nicht nur über eine Sache mehr oder weniger posten, denn wenn ich nur Bilder poste, dann sind die Waffenleute gelangweilt oder die Politikleute. Und wenn ich nur thematische Sachen mache, dann fragen sich die Fotoleute, was denn jetzt los ist. Und wenn man das mal insgesamt betrachtet, ich habe auf all meinen Kanälen zusammen ein bisschen mehr als 40.000 Follower.
So zahlenmäßig ist es so, auf Facebook sind die meisten tatsächlich aus Themen angekommen. Also Thema Waffenrecht, Thema Sicherheit, Verteidigung, Thema Politik. Bei Instagram ist es umgekehrt. Die meisten meiner Follower, tatsächlich der größte Posten ist auf Instagram. Das sind 30.000, ein bisschen mehr sogar. Und die Leute können mit den Themen Politik und Waffenrecht oft nicht viel anfangen. Bei Facebook würde ich sagen, ist es so 50-50. Ein Großteil der Leute kommt aus dem Sicherheitsbereich, also Waffenrecht, Schießsport, Politik. Und ein anderer Teil aus der Berliner Fotobranche, beziehungsweise generell so aus der Modethematik. Ich hoffe, dass das für euch so ein bisschen nachvollziehbar ist, warum ich doch ab und an mal unverständlich poste und warum ich so viele Selfies poste, liegt halt einfach daran, es ist primär eine Fotoseite und alle anderen Sachen kamen später dazu. Mittlerweile finde ich es klasse, ich liebe es, diesen Mix zu haben. Aber es ist eben chronologisch so gewachsen, dass es mit Bildern losging und damit mache ich auch weiter. Auch wenn das vielleicht nicht jedem gefällt, gehört dazu. Dann habe ich noch eine Meldung für euch, wo ich so ein bisschen empört drüber war, als ich das gelesen habe. Frau Merkel soll wohl am 6.10., das war am Samstag, auf einer Rede, ich glaube bei der Jungen Union war das, geäußert haben, dass viele Menschen die Politik ja nicht verstehen. Wirklich war das wohl, viele verstehen nicht, was wir in der Politik so machen. Ist darauf bezogen, dass es wohl irgendwie darum ging, warum so viele Leute die AfD zum Beispiel wählen, mit Frau Merkel unzufrieden sind. Und sie meinte dann einfach so salopp, ja, die Leute verstehen ja gar nicht, was ich mache. Und hier, also ich habe ein riesiges Problem, das in Worte zu fassen, denn ich finde das einfach nur super dreist. Indirekt unterstellt die liebe Frau nämlich euch allen, dass ihr einfach zu doof seid, die Politik zu kapieren. Ich sehe das komplett anders, denn ich weiß, dass die meisten von euch sehr wohl verstehen, was Frau Merkel macht. Ich verstehe das sehr gut, was sie macht, ihr hoffentlich auch. Und exakt deshalb Zweifel anmelden, ob diese Frau unbedingt so qualifiziert ist für ihr Amt. Beziehungsweise Kritik an ihr üben, weil wir eben verstehen, was da schiefläuft. Frau Merkel sieht das anders, sie ist so die klassische, wie sagt man, Teflonpfanne, wo alles abperlt. Hat wohl auch irgendwie jegliche Kritik an ihr vom Tisch gewischt bei der Jungen Union. Und für sie ist es glasklar, die Leute sind zu blöd, um zu verstehen, was sie macht. Ich habe daraufhin was bei Facebook gepostet. Was habe ich denn da geschrieben? Vorhin erst. Ja, ich habe geschrieben, nein, Frau Merkel, die Leute verstehen sehr gut, was in der Politik abläuft und exakt deshalb erkennen sie, dass sie verantwortungslos handeln. Herr Schäuble hat wohl noch geäußert, dass AfD-Wähler mal wieder so ganz pauschal in einen Topf geschmissen, Probleme mit der modernen Welt haben, Angst vor der modernen Welt haben. Und das ist die gleiche Arroganz, die auch Frau Merkel immer wieder widerspiegelt. So nach dem Motto, wir machen ja alles richtig, ihr seid einfach nur zu doof, uns zu verstehen und ihr habt ja überhaupt keine Ahnung von der modernen Welt und ihr lebt im ewigen Gestern. In der Realität ist es meiner Meinung nach umgekehrt, denn das, was viele große Parteienvertreter, Politikamtsinhaber aktuell machen, das ist Mittelalter. Und wenn wir uns im Jahr 2018 über Klos streiten oder darüber streiten, was wer zum Mittagessen darf, weil irgend so eine komische Religion da ein Problem mit hat, dann sind das Debatten, die gehören 500 Jahre in die Vergangenheit, aber doch nicht ins Jahr 2018. Und wer mir dann ankommt und sagt, irgendwer anderes würde die moderne Welt nicht verstehen. Also jemand, der neulich noch meinte, das Internet wäre ja für uns alle Neuland, der sollte sich da doch ein bisschen zurückhalten. Oder seht ihr das anders? Auf meinen Post hin haben viele Leute mir ja mehr oder weniger geschrieben, beigepflichtet, fanden das natürlich wahr, was es ja in meinen Augen auch ist. Allerdings wurde auch angemeldet, dass ja fast schon ich aufpassen soll, was ich schreibe, weil ja die Politiker da ein Problem mit haben könnten und das irgendwie nicht so cool fänden. Und ich weiß nicht, was die da denken, dass wir irgendwie in einem Hollywood-Film leben, wo jetzt hier, keine Ahnung. Natürlich ist es so, dass ich sehr viel kritisiere und teilweise auch sehr harte Sachen sage und schreibe, die wie für mich persönlich allerdings die Wahrheit sind. Ich weiß, es gibt keine ultimative Wahrheit. Aus meinem Standpunkt betrachtet sind die Sachen, die ich sage, aber tatsächlich realistisch. Kann man auch wieder drüber diskutieren. Ich weiß, dass einige von euch Frau Merkel gut finden. Ich persönlich finde sie fragwürdig aktuell. Doch ich finde es ja fast schon so ein bisschen bezeichnend, dass man aufgrund so eines kleinen Postes mehr oder weniger schon von Followern, die das gut meinen, gewarnt wird, dass man das nicht schreiben können soll, darf. Ich weiß es nicht.
Und natürlich lege ich mich mit einigen an. Das mache ich sehr gern, weil ich finde, dass das wichtig ist, dass das unbedingt notwendig ist aktuell. Denn wenn alle nur ja, das Gleiche erzählen, beziehungsweise alle einer Meinung sind, dann kann man nicht diskutieren, dann dreht man sich im Kreis. Und das muss angesprochen werden, das muss auf den Tisch kommen. Und wenn das einer Frau Merkel nicht gefällt, ja mein Gott, da scheißt man drauf. Man muss allerdings auch hier ein bisschen realistisch bleiben. Ich mit meinen insgesamt 40.000 Followern bin aktuell keine unbedingte Konkurrenz für diese Leute. Also mit diese Leute meine ich jetzt irgendwelche Amtsinhaber, die vielleicht ein Problem mit meinen Aussagen haben könnten. Das ist alles noch mehr so auf fast schon Kindergartenniveau, denn bis das eine Relevanz hätte, die da irgendwie interessant sein könnte, da bräuchte ich noch ein paar hunderttausend Leute mehr. Und da bräuchte ich ein paar hunderttausend aktive Leute mehr, die auch mehr oder weniger in dem Bereich unterwegs sind. Denn aktuell ist es ja eher so, ich mache das in meiner Freizeit, weil ich es für notwendig erachte. Und ich rede ja mit ganz normalen Leuten wie mir auch. Also ihr seid ja, die meisten von euch sind ja keine Politiker, das sind ja Leute aus dem Alltagsleben herausgegriffen, die auf meiner Seite sind, um irgendwie unterhalten zu werden, Meldungen zu erfahren, ja irgendwie so ein bisschen mitzubekommen, was denn so abläuft, denke ich. Oder vielleicht auch Thema Waffenrecht, die da irgendwie interessiert sind. Aber ich habe ja nun keine hochrangigen Regierungsmitglieder auf meiner Seite. Das würde mich schon sehr wundern. Wie gesagt, ich finde es super lieb, dass ihr euch da Sorgen macht über solche Sachen, aber es ist, wie ich finde, nicht notwendig. Das kann sich irgendwann ändern. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, vielleicht auch auf politischer Ebene frontal anzugreifen. Wäre mir super wichtig. Aktuell ist es noch nicht so. Und solange es noch nicht so ist, kann ich, denke ich, doch posten, was ich will. Ich werde auch später posten, was ich für richtig halte. Klare Sache. Ich würde mir wünschen, dass ihr das ähnlich seht. Denn ganz ehrlich, auch wenn Frau Merkel meine Posts lesen würde und sie doof finden würde, was soll sie denn tun? Klar, man kann bei Facebook gesperrt werden. Ja, mein Gott, dann poste ich halt auf Steam-Ad. Es gibt immer Alternativen und die Handhabe der Leute, über die ich schreibe, ist da doch eher beschränkt. Also, wie gesagt, wir leben in keinem Hollywood-Film, da wird jetzt keiner mit irgendwelchen, was weiß ich, Kampfhubschraubern vorbeifliegen und die halbe Stadt platt machen, nur weil man was geschrieben hat, was ihm nicht passt. Also da so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und solange man Kritik einigermaßen vernünftig formuliert und sich an die Netiquette hält und keinen irgendwie beleidigt oder, was weiß ich, herabsetzt und was auch immer, solange man so ein bisschen die Regeln einer zivilisierten, kultivierten Unterhaltung wahrt, sehe ich da kein Problem. Ich würde mir wünschen, dass ihr das ebenfalls macht. Also Sachen ansprechen, Sachen kritisieren. Ihr müsst nicht beleidigend werden, ihr dürft nicht beleidigend werden. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht direkt sein dürft. So, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich wollte euch noch viel mehr erzählen. Ich erfahre heute auch noch, ob ich nur nach Dresden kann oder nicht. Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf den nächsten Vlog, denn ich will unter 15 Minuten bleiben, denn es sind tägliche Videos. Ich will euch da auch nicht stundenlang an den Rechner fesseln, wenn ihr es verfolgt. Deshalb wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend, den YouTubern einen schönen Dienstagabend und wir sehen uns dann im nächsten Vlog wieder. Bis dann von uns. Bye then!